Good morning. Guten Morgen. Begleitet uns heute zu unserem letzten Disney-Tag. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zum letzten Disney-Tag. Sehr heiß. Es ist jetzt schon, ja, wir haben 9 Uhr morgens. Wir haben gerade schon eingecheckt im Pixar-Hotel. Dazu kommt dann natürlich ein separates Video. Wir haben auch heute Morgen schon Bing Bong getroffen. Das war richtig süß. Wir treffen die morgen aber nochmal. Seht ihr dann auch im Hotel-Video. Den Bing Bong kann man exklusiv nur hier im Disneyland, in diesem Pixar-Hotel treffen. Ihr könnt ihn aber auch treffen, wenn ihr nicht Hotelgast seid. Also ich habe schon viele haben mir geschrieben, dass sie Bing Bong getroffen haben, ohne in diesem Hotel zu übernachten. Ja, we have to cross the street. Wir haben ein bisschen später gestartet. Eigentlich wollte ich zu Rope Drop im Park sein, aber Sam hat mit mir dann verhandelt. Shout out to Brina, to give me confidence, to have a little moment with Moni and see if we can maybe. Dann haben wir eine Stunde rausgeholt, aber wir sind trotzdem 15 Minuten später als vereinbart rausgegangen. Yeah. Weil Sam braucht immer ein bisschen morgens ein bisschen länger. Sie hatte nicht so viel Schlaf. Yeah. Und ich bin immer so energetisch zu morgens. Yeah, I hate. I don't understand. Leave a comment down below. Are you like Moni or are you like me in the morning? I'd love to know. Ja, kommentiert mal unten, ob ihr eher so wie ich seid. So mega, also auch wenn mit wenig Schlaf bin ich eigentlich sehr happy und freue mich und very good day. Yay. Auf jeden Fall gehen wir jetzt hier, ich kann euch das mal zeigen, in den Disneyland Park. Da ist unser Pixar Hotel und wir gehen zu Fuß durch das Grand California Hotel, wo wir gestern ja schon frühstücken waren. Das war einfach mega krass. Und ja, dadurch gehen wir jetzt durch Downtown in den Disneyland Park. Oh, Soarin' Music. I love the Soarin' Music. Also wir sind jetzt im Downtown. Das ging eigentlich relativ schnell. Wir sind jetzt gleich am Walt of Disney. Yeah. Und Sam lässt sich immer irgendwelche komischen Geschichten einfallen. So happy for us. Wenn man irgendwie fremde Leute im Uber, bei den Security-Menschen. Ja, und er fragt, ich frage immer, woher wir kommen. Und ich so, ja, Switzerland. Und sie sagt, England. Und ja, aber wir waren irgendwann mal Roommates. Also wir hatten mal eine WG gehabt. Aber dann musst du sie nach England ziehen. Und dann hat er gefragt, ja, warum, wie haben wir uns getroffen? College? Ich so, ja. Und dann so, ja, we studied marine biology, also sea animals. Also Unterwassertiere. Meeresbiologie oder so heißt es, glaube ich. Ja, also ich wusste nicht, dass sie das. I even told him we're gonna think of the guy, the security guy, next time we meet up, because we, you know, we've been friends for so long and we went to college together, roommates. Ja. Ja, sie sagt jedem, dass wir Roommates sind. Als wenn wir uns schon 8 Millionen Jahre kennen. Nein, es ist lustig auf jeden Fall, aber ich wusste am Anfang, der erste Ride mit Uber, aber man sagt sie irgendwas und ich so, hä? What are you saying? Like, I think now you're getting used to it. Ja, langsam gewöhne ich mich dran. Maybe we can be more creative next time. Oh my God, see, even now it's busy. This is why you come to the parks at 11 a.m. So you don't have to queue like this. Everyone wants to go there in the morning, but I want to get there in the afternoon. I'm different. Oh, thank you. She's not supposed to go anywhere. Übrigens ist das Walt's Wohnung da oben über dem Fire Department. Es ist gerade sehr hell, das heißt man sieht nicht, aber die Lampe da drin, die leuchtet immer in Gedenken an Walt. Und ja, ein sehr, sehr schönes Andenken, muss ich sagen. Ja, da oben
war er, hat auf Main Street runtergeschaut und ja, es ist einfach krass, dass er hier noch selbst durchgelaufen ist. Ihr seht, die Charaktere laufen hier einfach so rum. Hi Pluto, good morning! Hi Flynn, how are you? I'm doing pretty good. So nice to see you. Where's Rapunzel? You know what, right now she's cooking us some stew right now. Oh okay. Wow, so we can come over for breakfast? Yeah, absolutely. Oh wow, thank you. That's so nice. Yeah, absolutely. What can I say, guys? Hey, are you guys having the best day ever today? We have the best day ever. Yeah. That is so great to We're hear. Excited to be here. Yeah. Oh, that's so and amazing. So nice to see you as so well. So nice to see you too. Yeah, can we have a picture with you? Wir haben jetzt einige Fotos mit unseren Outfits gemacht am Schloss und so. Wir haben Flynn Rider einfach getroffen. Der stand einfach so casual. Wir haben nicht mal eine Minute auf ihn gewartet. Das ist hier so krass. Und die Charaktere laufen hier wirklich einfach so rum mit fast keinem Cast-Member. Also er war jetzt auch alleine da. Kein Cast-Member um ihn herum. Die Charaktere werden hier nicht belagert. Das ist einfach Wahnsinn. Und manchmal, habe ich online gesehen, fährt sogar Mary Poppins auf den Pferden mit dem Karussell. Das ist auch dann so ein magischer Moment. Ich würde das wirklich gerne sehen. Aber wir haben leider keine Zeit hier irgendwie zu warten oder dass es passiert. Das ist halt so Magic Moments. Das wäre so krass. Das ist übrigens der Storybook Ride, den wir auch haben. Bei uns fährt man ja in den Mund von Aladdin, hier fährt man in den Wal von Pinocchio. Und ja, das ist genau hier. Es ist heute schon wieder super voll, was man hier so viele Leute hier laufen. Es sind aber auch, die Wege sind auch relativ klein und eng. Und deswegen, wenn viel los ist, sieht es halt super busy aus. Und heiß ist es auch wieder. Ich habe schon gestern gesagt im Vlog, kommt nicht im August. August ist einfach too much. Es ist einfach heiß. Auf jeden Fall gehen wir jetzt zu Mickey und Minnie's Runaway Railway und stellen uns da an. Und dann wollen wir noch ein paar schöne Bilder in Ton haben. Oh, we're down to 30 minutes. Yeah, I know. Yes. Die Warteschlange zu Mickey's and Minnie's Runaway Railway ist so süß. Viel, viel schöner als in Orlando. Der Ride ist genau derselbe, aber ich wollte ihn unbedingt machen, weil es in Orlando tatsächlich meine Lieblingsattraktion ist. Und wir haben uns extra jetzt hier angestellt, weil wir erstmal keine Lightning Lane haben und halt uns die Warteschlange anzuschauen, die sehr, sehr süß ist.
folks want to take a ride on the train? Excuse me, you lady. Do you mind helping these good people in the park? Oh, God. I love the dance bit of this. You know? I love everything about this ride. Remember, it's so bumpy. Hier haben wir natürlich auch ein bisschen Merchandise von Mickey's Runaway Railway, meine Ohren, ein Loungefly, das T-Shirt ist super süß, aber ich habe jetzt schon genug T-Shirts gekauft. Geldbörse, so eine kleine Tasche hier, natürlich auch für Kids, ein paar T-Shirts, Plüschis, ja, das ist meine absolute Lieblingsattraktion in Orlando und auch hier gehört es zu meinen Favorites und ja. Ist einfach mega. Ich lieb's. In Mickey's Toontown könnt ihr verschiedene Charaktere auch antreffen. Jeder hat so sein eigenes Haus. Hier zum Beispiel Mickey, da hinten habt ihr Minnie ja schon gesehen. Ich habe auch Daisy gesehen, also ist richtig süß, man hat hier so richtig viel zu entdecken. Es gibt auch eine kleine Achterbahn, also es lohnt sich auf jeden Fall mal hier durchzustöbern.
kommen jetzt langsam auf 12 Uhr und die Sonne ist wieder auf dem Höchststand. Da ist übrigens noch die Attraktion Roger Rabbit. Haben wir wahrscheinlich keine Zeit haben, drauf zu gehen. Weil, ja, wir verlassen den Bereich jetzt wieder. Und Sam muss was für ein Video machen mit Dumbo. Das heißt, sie wird sich jetzt bei Dumbo anhören und ich gehe zu Star Wars Galaxy's Edge. Weil das gibt's hier auch. Und das möchte ich euch auch noch hier im Video zeigen, dass es das hier gibt. Hab mir dann Mobile Order gemacht, das heißt, ich werde dort was essen. Vielleicht sehe ich den einen oder anderen Charakter, mal sehen, den wir da antreffen. Und deswegen müssen wir uns jetzt trennen. Bis zur Parade später. Betreten wir Star Wars Galaxy's Edge. Was wir jetzt in Paris nicht mehr bekommen werden. Also das Wetter hier aktuell in dem Bereich, also der Bereich passt gerade super zum Wetter irgendwie. Ich liebe die Details. Einmal rumzulaufen, die Droiden anzuschauen. We're done. They might be helping the Wookiee. You've seen the Wookiee who pilots the Millennium Falcon. Oh no. How do you miss a Wookiee? They could be in league with the Wookiee, sir. Find him, troopers. Understood. Your time is up. Go. Auch hier wie in Orlando gibt es Ogas Cantina. Da waren wir ja auch schon mal mit Wien, als wir das letzte Mal waren. Braucht ihr auf jeden Fall eine Reservierung. Ich glaube, die Standby-Zeit für Ogas Cantina sind aktuell in der App 15 Minuten. Aber ich muss jetzt erstmal mein Essen abholen. Und eigentlich das Layout genauso wie in Orlando. Ich erinnere mich, hier ist der Millennium Falcon. Da oben ist Docking Bay 7, wo ich mir das Essen gleich hole. Und ja, es sieht eigentlich aus wie in Orlando. Also recht einfach klar zu kommen, wenn man da schon mal war. Why is it not starting? Ich bin jetzt im Docking Bay 7, habe wie gesagt Mobile Order gemacht und habe mich für Fried Chicken Bows entschieden und Cold Brew Black Coffee. Sieht so geil aus. Ach, ich kann sagen, wie ich mich darauf freue. Probiere ich jetzt mal. Bis auf Mandalorian bin ich ja eigentlich nicht so der größte Star Wars Fan, aber von diesen Themenbereichen hier in beiden in Orlando und auch hier bin ich mega begeistert. So viele Details, die man hier sieht, Charakter, die hier rumlaufen,
Und ja, es ist einfach mega schön. Natürlich gibt es ja auch Rise of the Resistance, aber auch hier, wie auch in Orlando, ist es sehr, sehr begehrt. Wartezeiten von 60 bis 120 Minuten. Man müsste eine extra Line kaufen, also die ist nicht bei uns im Fastpass enthalten. Und das machen wir jetzt nicht. Wir hatten gestern Abend überlegt, was machen, aber dann gestern Abend war es down. Und deswegen wird es wahrscheinlich dieses Trip nichts mehr. Sehr, sehr schade, auch eine mega geile Attraktion. Also wenn ihr hier seid, auf jeden Fall auch Rise of the Resistance mitnehmen. But it's fine. No, it's fine. It's oh wow, so nice to see you here, just nice randomly. I know. I can't keep an eye out for any suspicious activity. So okay. I'm going to check on the stunt. Okay. May the force be with you. May the force be with you. Thank nice you. To see you. Nice to see you. Bye. Oh my god. Es ist chewy. Chewy. Oh my god. Chewy. Oh, so nice to see you. I love you. Es ist so geil. Chewie läuft hier einfach so rum. Klar, er wird auf jeden Fall ein bisschen mehr belagert, weil er einfach so mega ist. Aber es ist einfach so geil. Diese Atmosphäre hier. Also Chewie und Flynn waren heute echt mein Highlight. Läuft hier einfach so durch die Gegend. Voll random. Man kann neben ihm herlaufen. Er ist so cool. Ja. Ich möchte euch wirklich so viel zeigen, wie es geht aus den Parks, was es hier alles gibt und so weiter. Und natürlich gibt es hier auch den Millennium Falcon, die Attraktion. Mache ich jetzt auch heute nicht, ist im Prinzip so ein bisschen so ein Simulator. Macht schon Spaß, wollten wir eigentlich gestern machen, aber haben wir es dann auch nicht geschafft. Wie gesagt, es ist zu wenig Zeit für alles, was wir machen wollen. Aber ja, gibt es hier auch, nur dass ihr das auch wisst. Also vom Layout her ist es genauso wie in Walt Disney World, würde ich sagen. Es ist genau, also ich weiß nicht, ob es, klar, die Pros würden jetzt die Differences, also die Unterschiede sehen, aber für mich sieht es genauso aus und immer noch mega immersiv und mega cool. Und das ist das, was ich hier halt so magisch finde, diese ganzen Charaktere, die hier rumlaufen, einfach so random. Manchmal gucke ich auf einmal links, auf einmal eben lief Moana an mir vorbei. Einfach so, ohne irgendwie einen Cast-Member, irgendeine Menschenmasse hinter ihr herlaufen, irgendwelche Kinder, die vor sie springen oder irgendwelche Eltern, die Eltern, die Kinder vor dem Moana drücken, um ein Foto zu machen. Das ist alles hier so relaxed mit den Charakteren. Klar, jetzt Chewie zum Beispiel war jetzt schon sehr begehrt, wenn er hier rumlief. Und natürlich ist es auch super heiß für ihn, in seinem dicken Fell. Aber das ist halt, was ich hier so besonders finde. Und das ist auch was, was mir in Erinnerung bleiben wird. Die ganze Character Interaction. Ich liebe Charaktere und das ist genau mein Ding. Ich liebe es einfach. Und das macht es, glaube ich, hier noch ein bisschen magischer. Attention citizens, you too can be part of the First Order. Join the cause to unite the galaxy. Discuss your application to a First Order member. Very good. You are an ally. Good. There is no need to choose sides. Welcome.
Menschen aus Star Wars Galaxy's Edge bin ich jetzt wieder im Fantasyland. Hier ist die Red Rose Tavern. Das ist schön in das Biest schnell im Restaurant, glaube ich. Da ist Casey Junior. Gibt es ja auch als Achterbahn. Also die Location von Star Wars Galaxy's Edge finde ich jetzt nicht so passend für den Disneyland Park. Aber gut, das kann man natürlich immer debattieren. Aber was jetzt hier noch irgendwann hinkommt, ist Avatar. Und das ist natürlich auch mega krass. Ja, ich guck mal. Sam ist noch beschäftigt. Ob ich jetzt hier noch weiter rumlaufe. Wie sehe ich noch ein paar Charaktere rumlaufen. Ansonsten chill ich mich irgendwo hin und schau mal. Aber ja, hier habt ihr natürlich auch das Karussell. Manchmal fährt er, wie gesagt, auf diesem Karussell Mary Poppins. Das ist so krass. Und hier haben wir Dumbo's Flight. Gerade am Abheben. Es ist alles ein bisschen anders angeordnet. Aber jeder Park hat natürlich so sein eigenes Layout. Hier beim Storybook Ride, den wir ja auch haben, sitzen tatsächlich Castmember hinten drauf und erzählen die Geschichte. Also es wird nicht von Tonband abgespielt, sondern Castmember sitzen hinten und im Prinzip erzählen euch die verschiedenen Geschichten. Auch sehr interessant. Ich habe mal in der App geguckt, welche Charaktere man aktuell so geplant treffen kann. Dann habe ich vergessen, Mirabelle kann man hier treffen. Und die kommt in 8 Minuten. Deswegen laufe ich da jetzt hin. Ich möchte unbedingt noch Mirabelle treffen, weil die kann man ja bei uns gar nicht antreffen. Mirabelle, how would we design this for you? Of course. Thank you so much. Oh, this is so cute. This was my first time. Happy first visit. What is your name, Simone? Simone. My name is Mirabelle. I know. You know that. I have seen your movie. Oh, thank you so much. That's so sweet of you. So that means you know all about my familia, yes, too. That's good. That means I don't have to get autobiographical. That's I can talk about my family for a long time. So just cute. A picture that you can talk about your family. I do, yes. Yeah. Every family is special, right? Exactly. Yeah. Uh-huh. And so far, I'm not allowed to. Huh? That's true. Yeah. Yes, please. Alright. Also Mirabelle gerade getroffen. Mega schön. Oh, jetzt ist ein Fotobus-Fotograf da. Bei mir war eben keiner da. Egal. Dafür ist die Schlange jetzt länger. Also ich kam 5 oder 8 Minuten, bevor es in der App stand, dass sie kommt. Und da waren nur 2 Personen, also 2 Familien vor mir da. Und jetzt ist die Schlange halt auch super lang. Deswegen, also ich hatte mega Glück, klar, kein Fotobus-Fotograf, aber hey, ich habe sie getroffen. Ich versuche mich echt auf die verschiedensten Arten hier abzukühlen. Nackenventilator, ich habe jetzt hier so ein kühlendes Handtuch. Da sind Duffy und Friends drauf, das habe ich aus Hongkong bestellt. Aber ihr könnt auch irgendein Handtuch bei Amazon oder so bestellen. Da gibt es einige kühlende Handtücher. Und, sorry. Und ja, habe noch einen Handventilator, man sucht Schattenplätze. Sonnenbrille, Mütze trage ich jetzt nicht. Ich bin jetzt kein gutes Vorbild. Aber ich habe eine dabei, falls ich länger in der Sonne sitzen würde, würde ich sie anziehen. Sonnencreme, ganz viel Wasser. Sonst ist es wirklich unmöglich, hier zu überleben. Ich suche mir jetzt mal ein Schattenplätzchen und werde mich ein bisschen ausruhen. Ihr könnt sehen, da läuft einfach so Cruella über die Main Street. Ich kann mich jetzt leider nicht dahin bewegen, weil ich für die Parade schon warte. Aber da steht sie, gibt Autogramme, läuft ja einfach so durch die Gegend, ganz casual. Klar, ist ein bisschen Schlange jetzt, aber ist ja mal cool, ne? Was richtig cool ist, was richtig praktisch ist, also ich sitze jetzt hier schon für die Parade, und hinter mir wird abgezäunt für die Leute, die während der Parade halt da langlaufen wollen und halt die Parade nicht schauen wollen. Das heißt, vor der Absperrung schaut man die Parade und dahinter läuft man halt raus oder was auch immer. Finde ich echt super gelöst, weil manchmal in Paris ist das so ein Durcheinander, da ist es so eng und da kommt man gar nicht durch. Hi Cruella. How are you? Hello darling, did you see that? It's amazing. How are you today? You can practice while you're posing. Can we have a quick selfie? Want to be seen next to perfection wearing a tablecloth. Very well.
Can we have a quick selfie? Oh, no, that's not a selfie. A selfie is you in it. Yes, please. That would be great. Are you going to join with me? Yes. I think you need to know what a selfie is. Yes. Not another selfie, just me this time, no one else can. No one else, no selfie. Should you bring me a dog? Oh no, sadly not. I left it at home. So like two people watching, or maybe later. Fashionably late to the party, don't you? Does anyone know my song? That's the third one of you guys. Just the funny ears of the other part. Cruella de Vil. Also diese Parade, Dream and Shine Brighter ist ja eine Show, deswegen zähle ich das jetzt nicht als Parade. Es ist für mich die beste Parade, die ich je gesehen habe. Sam stimmt mir dazu, sie kann leider nicht reden. Sie kann nicht so viel reden, weil sie hat wieder, Ursula kam wieder, die Stimme ist wieder weg. Also es ist so schön, die Wagen, die seltenen Charaktere, die Musik. Nice flow. Ja, ja, die Wagen. Ja. Es war zwischendurch ein bisschen Pause, also die haben ein bisschen Abstand gehabt.
Aber, und dann muss man sagen, bei der Temperatur, die ganzen Tänzer, Charaktere, dass sie das alles in der Hitze durchmachen. Yeah. And not letting the heat bother them at all. Ja, the heat, the es war so face. Magisch. You can see they're sweating most of them, but like, ja, aber es ist wirklich die beste Parade, die ich je gesehen habe, von ganzen Disney-Paraden. Wie gesagt, Dream and Shine Brighter bleibt bei mir als Show auf Platz 1, weil es einfach im Disneyland Paris war, zum 30. der Vibe. Aber das hier als Parade war mega schön. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal ein Upgrade zu Disney Stars und Parade bekommen und vielleicht mal sowas Ähnliches bekommen in Paris. Unser nächster Punkt auf der Liste ist Matterhorn. Wir fahren jetzt mal zurück in die Heimat, in die Schweiz. Ein bisschen Heimatgefühl, obwohl es aktuell auch so warm ist. 34 Grad habe ich gehört. Fahren wir jetzt eine Runde Matterhorn. Ich nehme euch wieder mit der Insta360 X4. Hello. Hi. Interesting. Ah, okay, I'm sorry. So sorry. Oh. Das war sehr holprig. Ich habe ein paar mehr blaue Flecken auf jeden Fall danach. Aber ich war wieder in der Schweiz. Hey, war auf jeden Fall schön. Nee, also kann man machen. Wie gesagt, ist sehr holprig und auch sehr lang. Ich dachte, irgendwann hört das mal auf. Wird ein bisschen nass am Ende, was schön war. Naja. Sam möchte jetzt wieder mal Fotos am Schloss haben. Sie ist schlimmer als ich übrigens mit Fotos. Sie hat 3 Outfits dabei, 3 T-Shirts mit 3 verschiedenen Kopfbedeckungen und will immer in den neuen Outfits natürlich Fotos haben. Die ist schlimmer als ich. Ich habe früher auch mal 2 Outfits manchmal gehabt. Mittlerweile habe ich nur noch 1, weil mir das alles zu anstrengend ist. Aber sie will immer noch Fotos machen. Sie ist schlimmer mit Bildern als ich. Und dann kommt sie, oh, can you take one more? Oh no, just one, 5 minutes. Hey. I am like that though, it's true. Oh, one more, one more. I promise. It's literally me. Ja, danach will sie ein Turkey Leg essen, weil sie auch irgendwie ein Video mit Turkey Legs macht. Also sie macht sehr komische Videos. Sie macht eins mit Dumbo, sie macht eins mit Turkey Legs, sie macht eins mit Schlössern. Ich bin auch verrückt. Du bist auch, wir sind alle verrückt. Und dann gehen wir nochmal Haunted Mansion fahren, weil wir haben unsere also ich habe ein zweites Outfit dabei, ich habe eine Halloween-Kappe dabei, immerhin. Sie hat noch das T-Shirt wenigstens noch mitgenommen, weil wir wollen zum Nightmare Before Christmas Haunted Mansion, weil da können wir wenigstens noch ein bisschen Halloween-Foto machen. Ich sag's euch, das ist hier alles, naja. Wir haben aber nur noch 6 Stunden.
Yeah, 6 hours in the park and then it's gone, like finished. Nur noch 6 Stunden im Park. Sie will mich überreden, dass wir noch einen Tag bleiben. Da muss ich ja meinen Flug ändern, da muss ich meine Chefin anrufen und sagen, ich komme am Freitag nicht. Unbezahlter Urlaub oder so. Dann meinen Flug wechseln, Hotel. Like, ich habe keine 1500 Euro übrig. No, but you can just... What? You can dream about it. I can dream about it, ja. Ich kann davon träumen, aber yeah. It's not going to happen. Tomorrow, at that time, we are already on the way to the airport. Are you not sad? I'm sad. I'm sad. I don't want to leave here. Ich möchte hier wohnen für die nächsten 3 Monate. But we wait maybe 1 month because it will be cooler. Yeah. Sam hat sich gerade wegen ihrem Video, habe ich ja gesagt, ein Turkey Leg gekauft. Schaut mal, wie groß dieses Bein ist. Three takes to do it because Monique kept laughing. Also, als ich sie das Ding rausgeholt habe, habe ich mich so kaputt gelacht. Das ist ja riesig. Und was, 13 Euro? 13 Euro? Aber das finde ich. Bucks. Ja, genau, Dollar. Aber es finde ich, also 13 Euro ist viel Fleisch dran. It's a lot of meat, yeah. Ja. Ich probiere gleich mal. It's a bit greasy as well, it's falling off the grease. Ja, ich probiere gleich mal. Wir haben es jetzt 3 Mal gemacht, jeden Tag 1 Mal. Und es ist einfach der Wahnsinn. Ich lieb's total. Ja. Ich habe das Original, kenne ich jetzt nicht, aber ich finde dieses Overlay einfach mega. Wir müssen aber jetzt hier vom Park verabschieden. Wir müssen jetzt gehen. Also, wir haben noch ein paar Stunden, aber im anderen Park. Den Disneyland Park müssen wir jetzt, in dem Schloss müssen wir Tschüss sagen. Your favorite castle? No. No, it's not my favorite. Yeah. Yeah. I got used to it. Call her Red. You say hi, Red. Hi, Red. Hi, Red. Hello. Hi. Nice to see you. So I didn't have the voice of it. Bye bye. Schön war's. Wir parkhoppen jetzt wieder. Im Prinzip einmal auf die gegenüberliegende Seite gehen. Und was wir gerade sehen, Oogie Boogie ist schon da. Ja, hier gibt's an Halloween Oogie Boogie Bash. Das ist deren Halloween Party. Super beliebt. Die Tickets sind gefühlt nach 5 Minuten komplett alle ausverkauft, was ich gehört habe. Also wirklich sehr, sehr beliebt. Endlich geht's auf Guardians of the Galaxy Mission Breakout. Unser im Prinzip Tower of Terror. Ich freue mich so sehr. Bin sehr gespannt, wie es ist. You're one step closer to your exciting encounter with the Guardians of the Galaxy. You, this guy! Hearing your incessant blathering on a constant loop was big motivation for me to escape. I go, ouch! Ouch! That was not part of the plan! What? Of course I escaped! For those of you who have not been paying attention, the name's Rocket, one of the Guardians of the Galaxy. The smart one. Listen up, he's gonna put you on a gantry lift for your tour. I'm gonna sneak on top of your lift and take us all the way to the big old generator control room. I'm gonna blast that thing and destroy all the control systems, which will open up every cage in this freak show and free my friends. Our buddy Mantis is in the getaway ship waiting for my signal, and then we'll be on our merry way. But this plan won't work unless you help. I don't have clearance. My hands don't scan. Right hand side, your yellow tab on your right hand side. Goodbye. Goodbye. My dear friends, this is the moment you have been waiting for.
Let's go! Cool, hat Spaß gemacht, aber ich bevorzuge doch unseren Tower of Terror ein bisschen in Paris. Ich mag das Thema mehr. Die Fahrt war cool, aber es gibt Ohren. Guardians of the Galaxy Ohren. Ja, hier gibt es einen Merch-Show. Ich habe jetzt leider keine Zeit, bei euch die Sachen zu zeigen. Ja, es ist sehr ähnlich zu unserem Shop, auch wenn man rausgeht. Genau, also unser Thema finde ich ein bisschen besser, Disneyland Paris. Kurz ein bisschen zeige ich euch was. Dancing. Like this in my office though. Yeah, Bobo. Yeah, Bob. Let me see. Oh, okay. It gives Deadpool merch. Wait, I'm going to get as soon as you pay for it, we'll open it up. Send it to the Guardians merch. Wir holen jetzt bei Smoothies ein, ich weiß nicht, wie es heißt, ich muss mal gerade ablesen. Ein Avogato, ein Ice Cream mit Espresso. Nicht Espresso, Espresso. Hier im California Adventure Park. Da ist es. Es sind, glaube ich, 2 oder sogar 3 Kugeln Eis drin, ne? Und halt ein Espresso, richtig viel. Ja, ihr habt gesehen, wir sind Guardians gefahren und haben mir jetzt hier so ein Eis mit Espresso geholt. Genaue Reviews und so bekommt ihr im Snack-Video, was ich dann auch noch hochlade. Da sage ich euch, wie es mir geschmeckt hat, ob es mir geschmeckt hat, was wir alles im Detail gegessen haben. Wir werden halt auch noch Rahm essen. Sam möchte irgendwie einen Cars-Snack noch haben. Und heute Abend sind wir noch bei World of Color und haben uns die Dessert-Party gebucht. Das wird auch mal ein separates Video, weil das eine ganze Experience ist. Und ich bin so gespannt auf World of Color. Ihr glaubt es gar nicht. Als nächstes geht's für mich alleine auf Mickey und Sally to the Rescue. Sam muss nämlich noch kurz was im Carsland erledigen für ihr Video. Und sie kennen es ja schon, ich kenne es noch nicht, deswegen freue ich mich. Ich bin nämlich ein großer Monsters Inc. Fan. Die aktuelle Wartezeit ist 75 Minuten. Die Wartezeiten sind aktuell so hoch. If you are new to the area, the Monstropolis Chamber of Commerce would like to welcome you. While you're in town, be sure to... We interrupt this program for a special report. A child is on the loose in Monstropolis. A human child! Oh, googly bear! We gotta get you home. There's a kid! A human kid! Are you done yet, Boo? Race you to the scare floor. Oh, wow. Look, Boo, there's your door. We're almost there, kiddo.
Also Monsters Inc. war mega süß. Sitzen und gucken Fahrt. Aber mega schön gemacht. Die verschiedenen Räume und so, die Geschichte von Monsters Inc. fand ich richtig toll. Also hat mir echt gut gefallen. Jetzt muss ich mich beeilen zum Pixar Pier. Dort wartet Sam auf mich. Wir wollen jetzt endlich Bilder machen in Golden Hour. Ich finde, das ist eine der schönsten Zeiten des Tages, kurz bevor die Sonne untergeht. Das ist nicht so grell. Man hat so eine schöne, leichte, gebräunte Haut irgendwie. Ja, also laufe ich da jetzt hin. Down where we have been last time. I don't know if we're allowed. The first of us was Bye. Wir haben heute Abend die Dessert Party oder Dessert World of Color Dings gebucht und das werden einfach unsere Plätze sein. Wie krass ist das denn bitte? Oh mein Gott! Oh! Ihr müsst euch das Video anschauen. And this video now, it closes at 7:30. The swings. I had a look on that. I think because World of Color starts. And this video. Oh, nice. Oh,
is terrifying. Oh, it's so amazing. The non-Disney hotel. Ja, ich fand super. Enjoy is still there. Also, maybe. The queue is not so long. Also, Joy kann man hier mal noch antreffen. Es ist fast 8:30. Ja, es ist krass. Pixar Pier ist super schön. Gefällt mir richtig gut. Hab mich ein bisschen in das hier, in die Area verliebt. Incredible Coaster. Yeah. Alles toll. Wir gehen jetzt zurück nach San Francisco. Ich sag immer San Francisco. Weil wir dort Ramen essen gehen. Looks so pretty at night. Next time I'll go to my flight lounge. It's okay, one day. Brina sei Dank mussten wir jetzt noch mal die Ramen probieren hier in San Francisco oder wie das mal heißt, dieser Ort. Ja, kaputt. Jedes Mal, wenn ich das sage. Einmal Ramen für mich, dann haben wir Dumplings und einen Thai Tea mit Bubbles. Ich liebe ja Bubble Tea. Das war $16, Bubble Tea glaube ich $7.50 und die Dumplings glaube ich auch nochmal 7. Ich habe irgendwie 10% Rabatt bekommen, weil ich mit meiner Visa-Karte über Apple Pay bezahle. Wenn man mit Visa-Karte bezahlt, mit Mobile Order, bekommt man irgendwie 10% Rabatt. Also why not? Und das probiere ich jetzt mal. Ich trinke jetzt hier meinen Thai-Tee, der sehr, sehr lecker ist. Und wir warten jetzt hier, weil die erste Show von World of Color läuft gerade. Und wir sind ja in der zweiten Show. Unsere Dessert-Party fängt genau nach der ersten Show an. Und ja, wir entspannen jetzt hier noch ein bisschen. Das Wetter ist jetzt sehr, sehr angenehm. Und mein Magic Band reagiert tatsächlich auf die Show jetzt schon, die gerade läuft. Gerade leuchtet es nicht, aber es vibriert zwischen euch. Jetzt seht ihr es. Seht ihr? Wenn man halt da sitzt und die Show sich anguckt, spiegeln halt die Farben wieder und so. Ist eigentlich ganz cool. Ganz schönes Gimmick von dem Magic Band. Wir haben jetzt World of Color geguckt. Und mein letzter Blick auf das Riesenrad. Wir gehen jetzt zum Pixar Hotel, was einen eigenen Ein- und Ausgang hat, welcher sich da hinten befindet. Das heißt, wir müssen nicht durch Downtown laufen. Richtig gut. Und den werden wir jetzt suchen. Und damit beende ich den letzten Vlog hier aus dem Disneyland Parks, Disneyland California Adventure. Schade, ist schon vorbei. Morgen sind wir noch im Pixar Hotel. Wir wollen noch zu Target. Und ich wollte noch ins Disneyland Hotel kurz. Dann nehme ich euch auf jeden Fall auch noch mit im Vlog. Aber aus den Parks war es das jetzt leider. Sehr, sehr schade. Also dieser Park, den habe ich wirklich sehr ins Herz geschlossen. Generell ist, glaube ich, unter meinen Top 3 Parks bisher. Also Tokio war ich ja noch nicht. Aber ich finde es wirklich super. Und ich finde es sehr schade, dass wir morgen fliegen müssen. Ich wäre gerne noch 1, 2, 3, 5 Wochen hier gewesen. Weil es ist so schöne Atmosphäre hier. Und naja, ich werde aber beim nächsten Mal nicht mehr im August kommen. Das würde ich nicht mehr machen. Und die Bärenbrüder, schaut mal. Oh, so schön. Und wir sind keine Wasserbahn gefahren. It's okay. Do you really want to do it? Yeah, it's closed now. Oh, we can't do it now anyway, yeah. I'm so sorry. Also wir hatten wirklich sehr, sehr schöne Tage. Wir hatten sehr viel Spaß. Wir haben super viel erlebt.
Wir haben so schöne Erlebnisse fürs Leben gemacht. Auch danke an Sam, die mich ausgehalten hat. Ich bin auch nicht immer einfach. Ich hab auch immer meinen Plan. Du bist aber auch nicht ganz einfach. Vor allem morgens ist es ganz schwierig. Also wir haben beide unsere Macken, aber wir hatten trotzdem super viel Spaß hier in den Parks und nächstes Jahr Disney Cruise. Ja. Ja, yeah, I'm excited. Ja. Sie muss mitkommen. Ja, Ursula kam wieder, hat wieder ihre Stimme mitgenommen. Damit verabschiede ich mich von diesem letzten Vlog. Wie gesagt, morgen gibt es noch einen Vlog aus dem Hotel, aus dem Target, aus dem Disneyland Hotel. Ins Downtown wollte ich auch noch mal gehen, also schaltet auf jeden Fall noch mal ein. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao.